Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video geht es darum, was wird wirklich im Network Marketing verdient? Und vielleicht hast du auch schon Gespräche geführt mit potenziellen Geschäftspartnern oder mit Interessenten, die sich für dein Geschäft interessieren. Und es kam immer mal wieder so die Frage auf, was kann man denn eigentlich wirklich im Network Marketing verdienen? Oder vielleicht bist du auch gerade selber, ja, ich sag mal, auf einer Suche nach einer Antwort auf diese Frage. Dann bist du im heutigen Video richtig, weil ich möchte ja im heutigen Video einfach mal wirklich anhand von Zahlen auch zeigen, was ja im Network Marketing wirklich verdient. Und ich möchte ja auch ganz ehrlich sagen, warum 80% der Menschen ja so gut wie gar nichts im Network Marketing ja verdienen. Und immer wenn ich mal wieder so auf oder über Kommentare stolper und lese, ja, da verdienen ja nur die Oberen und so. Es wird immer so getan, als wäre im Network Marketing das, als hätte Network Marketing dieses Problem exklusiv, dass 80% der Menschen so gut wie gar nichts verdienen. Das ist halt natürlich nicht der Fall. Ja, das wird zwar immer so gern gesagt, aber du kannst das auch. Network Marketing ist da im Prinzip nichts anderes als ein Spiegelbild der Gesellschaft, weil auch hier spiegelt sich die Gesellschaft wieder. Und ich werde dann auch im Schluss des Videos Zahlen zeigen, dass du auch einfach siehst, dass es ganz normal ist, dass es in der Gesellschaft ja eine gewisse Gruppe an Topverdienern gibt, eine gewisse Gruppe von Menschen, die, ich sag mal, durchschnittlich verdienen und dann halt eben eine sehr, sehr große Gruppe, die halt wenig bis gar nichts verdienen, ja. Genau, also lass uns da mal loslegen. Grundsätzlich ist es einfach so, bevor wir jetzt da drauf eingehen, ist eins wichtig. Es gibt einen Unterschied zwischen klassischen ja, Angestelltenverhältnis und dem Network Marketing, ja, und das ist die Chancengleichheit. Wenn du jetzt, ich sag mal, mehr, wenn du in einem Angestelltenverhältnis mehr verdienen willst, dann ist die Sache einfach die, dass du ja nur eine gewisse, ja, ich sag mal, eine begrenzte, ja, Möglichkeit hast, dort an deiner Situation was zu ändern. Also wenn du jetzt einen Betrag X verdienst und du möchtest mehr verdienen, dann gibt es nur ganz wenige Dinge, die du machen kannst, um mehr zu verdienen. Ja, natürlich, zum einen ist es natürlich mehr Leistung bringen, dem Arbeitgeber zu zeigen, hey, ich bin wichtig hier für das Unternehmen. Zum anderen ist es aber so, wenn du mehr verdienen willst, dann brauchst du in der Regel, ja, so ist es im Prinzip bei den meisten Unternehmen, brauchst du ja eine bessere Qualifikation, du brauchst ein spezielles Wissen und damit du einfach ja die besser bezahlte Position beziehungsweise besser bezahlte Stelle kriegen kannst, ja. Es gibt zum Beispiel Stellen, das sind zum Beispiel auch Doktortitel Voraussetzungen, das ist ja, das ist zum Beispiel so ein Thema. Also das heißt, du musst dich halt dann ständig auch dann weiter qualifizieren, weiterbilden. Gilt natürlich genauso fürs Network Marketing auch. Das ist so die eine Sache. Dann gibt es auch immer so das Thema Angebot und Nachfrage. Ich habe dir da auch das alles im Blogartikel nochmal so ja, beschrieben. Kannst du dir dann auch nochmal weiter in die Tiefe dann nachlesen. Soll jetzt ja nicht ganz so das Thema von dem heutigen Video sein. Aber trotzdem, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn es nur eine Stelle gibt und es sind viele Menschen, die ja für diese Stelle in Frage kommen, dann ist natürlich das Gehalt nicht so groß, wie wenn es viele Stellen gibt, aber weniger Bewerber, die quasi ja für die Stellen in Frage kommen. Ja, also das ist auch immer so ein bisschen Punkt, in welcher Branche, ja, in welcher Nische, in welchem Unternehmen bist du denn da jetzt gerade tätig? Dann gibt es natürlich noch weitere Faktoren. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer zum Beispiel einen Vorstandsposten bekommen will, der braucht natürlich aber auch der braucht natürlich neben den klassischen Faktoren wie Qualifikation, dass man geeignet ist für die Stelle, dass man auch den notwendigen Einsatz bringt und so weiter, dass man Leistung bringt. Neben all diesen Sachen braucht man natürlich dann aber auch noch das notwendige Fünkchen Glück, dass, wenn gerade jetzt viele Menschen für diesen Vorstandsposten dann in Frage kommen, dass die Wahl dann halt dann auch auf die Person dann halt eben fällt, ja. Also, wie gesagt, können da auch noch andere Faktoren dazu. Und da ist eben halt auch der entscheidende Unterschied zum Network Marketing. Im Network Marketing spielen diese Dinge, die ich eben kurz angesprochen habe, spielen überhaupt keine Rolle. Weil im Network Marketing hast du ganz einfach die Möglichkeit, beziehungsweise dort herrscht einfach Chancengleichheit. Jeder bestimmt durch seine eigene Leistung seinen Verdienst quasi selbst. Muss aber auch dazu sagen,
nicht immer ist es nur die Leistung, sondern man muss auch die Dinge richtig tun auf die richtige Art und Weise. Und manchmal ist es nicht immer die harte Arbeit, sondern einfach auch das clevere Arbeiten. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Was du dazu brauchst, wenn du im Network Marketing erfolgreich werden willst, habe ich auf meinem Blog oliverschirmer.de oder hier auf dem YouTube-Kanal schon in vielen anderen Videos auch einfach schon ausführlich besprochen. Schau hier einfach mal nach, findest du dann auch immer die Fähigkeiten, die du dazu benötigst, um dann auch, ich sag mal, zu den Besserverdienern dann auch eben zu gehören, ja. Okay, du wirst aber feststellen, das sehen wir jetzt auch gleich, wenn wir die Zahlen durchgehen, du wirst feststellen, dass es immer eine Gruppe gibt, so 1-3% Topverdiener, ganz wenige 3-10% Besserverdiener und der Rest etwa 80% Durchschnitts- und Geringverdiener. Ja? Und ich habe es gerade schon mal gesagt, wenn ich manchmal so Argumente höre, wie im Network Marketing verdienen ja nur die Oberen, dann ist es halt eben nicht so ganz richtig, weil das ist in der ganzen Gesellschaft so, dass nur die Top-Leute eben halt auch Top-Geld verdienen und die Menschen, die halt nicht bereit sind, den Preis zu zahlen, der notwendig ist, um eben, ich sag mal, zu den Top-Verdienern zu gehören, da ist es dann halt eben im Network Marketing genau das Gleiche. Ja, es ist halt schwierig, jemand, der, ich sag mal, sich nicht einbringen will, der wenig Zeit investiert, der wenig Engagement investiert, der wird halt nicht zu den Top-Verdienern gehören können. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen, es gibt auch Menschen, die verdienen mehr, als man eigentlich denkt, dass die Personen das dann wert sind. Kann man drüber streiten, lange Rede, kurzer Sinn, es ist trotzdem so, wer einen gewissen Mehrwert für andere darstellt, der wird auch zwangsläufig quasi mehr verdienen können, ja, und das ist einfach Fakt. Genau, also lass uns mal jetzt in die Zahlen reingehen und damit das Ganze auch so, ich sag mal, eine Relevanz hat, dass es dass es halt auch ein Stückchen unabhängig auch ist, bin ich einfach mal hergegangen und habe mal die Top 100 Unternehmen nach dem Umsatz im Network, denn also der Network Marketing Branche mir rausgepickt, also wirklich willkürlich 7 Firmen herausgezogen und habe mir dann mal so die Income Disclosures angesehen und habe dann die Durchschnittsverdienste mir mal angeschaut und dann wirst du feststellen, dass genau diese Verhältnisse hier in jedem Unternehmen zu finden sind. Das heißt für dich im Umkehrschluss, wenn du jetzt vielleicht mit deinen Ergebnissen nicht ganz so zufrieden bist und du hörst irgendwo, woanders kann man mehr verdienen, dann ist es leider nicht der Fall. Selbst wenn du laut Marketingplan mehr verdienen kannst, es ist nicht die Frage, wie viel Prozent mehr kriegst du pro Verkauf, sondern die Frage ist einfach, bist du von deinem Wesen her, von deinem Charakter her, bist du jemand, der in die 1-3% Topverdiener gehört, die 3-10% Besserverdiener oder gehörst du zu den 80% der Durchschnitts- und Geringverdiener? Ja. Und die gute Nachricht ist, wer heute hier ist, ja, der kann sich ab heute entscheiden, hierher zu gehören, ja, und kann dann sich die Skills aneignen, die dazugehören. Oder wer sich entscheidet, hierher zu gehören, der kann sich die Skills aneignen, die hier dazugehören, ja, für die 1-3% Topverdiener. Und das kannst du im Network Marketing für dich erreichen. Natürlich geht's nicht ohne Arbeit. So, jetzt, das war die Einleitung, war etwas länger als sonst. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Lass uns mal kurz in die Zahlen, Daten, Fakten reingehen. Erstes Unternehmen, wo ich mir rausgesucht habe, wie gesagt, alles willkürlich. Ich hätte auch andere Unternehmen nehmen können. Wäre genau aufs Gleiche rausgekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Erstes Unternehmen, Young Living. Und hier siehst du, 88,8% aller Distributoren von Young Living sind in dem Bereich oder auf der Stufe Distributor. Und diese 88,8% verdienen auf Jahresdurchschnitt gesehen $4 pro Jahr. Ja, das heißt, von 0 bis 1022 Dollar, ja, Jahresverdienst ist auf dieser Stufe, machen die halt, ja. Und wenn man die Einkommen auf die, auf diese Gruppe dann quasi umrechnet, dann verdient man hier im Schnitt $4 im Jahr. Natürlich gibt es auch Menschen, die verdienen 1022 im Jahr und es gibt halt Menschen, die verdienen $0 im Jahr. Ne? Aber du siehst, 88,8% die absolute Mehrheit. Und jetzt gehen wir gleich, das Mittelfeld lassen wir einfach mal außen vor. Jetzt gehen wir gleich mal hier in die Spitzenverdienergruppe
von Platinum bis Royal Crown Diamond. Hier siehst du, das sind kleiner 0,4%, wenn ich das zusammen addiere. Die verdienen zwischen 34.400 Dollar im Jahr und 3,1 Millionen. Also wenn man es wieder auf den Jahresdurchschnitt rechnet, zwischen 117.000 949 und 1,5 Millionen im Jahr. Also du siehst, wir haben hier sogar weniger wie 1% Topverdiener. Ja, aber wie gesagt, es geht jetzt auch gar nicht so sehr drum, ist es jetzt hier 1, 2, 3%, sind es 4, 5, 10%, wie auch immer, sondern es geht einfach darum, dass du feststellst, dass immer ein Großteil sich in einer dieser drei Kategorien bewegt. Und du musst halt für dich wirklich entscheiden, in welche Kategorie willst du rein, ja? So, bei Mary Kay ist der Einkommensnachweis ein bisschen anders. Von 29.500 Mitgliedern waren 3.701 Mitglied im Jahr 2018, ich sag mal ein Jahr lang, aktiv, wenn man das so will. Und aktiv ist man bei Mary Kay, wenn man in einem bestimmten Monat und in den folgenden zwei mindestens 450 US-Dollar für Einzelhandelsbestellungen aufgibt oder 225 US-Dollar für Großhandelsrabattbestellungen. Du siehst, dass also ein Großteil davon ja gar nicht wirklich aktiv geworden ist. So, und von diesen 3.701 Mitgliedern haben 47,1% mehr als 100 US-Dollar verdient. Von 447 Mary Kay Independent Sales Directors verdienten die besten 50, also von den 447, im Laufe des Jahres Provisionen zwischen 20 und 100.000 US-Dollar. Und 16 unabhängige Vertriebsleitern, also von den 16, haben 56,3% im Laufe des Jahres Provisionen von mehr als 100.000 Dollar erhalten. Ja, so. Schauen wir uns Nu Skin an. Bei Nu Skin ist es so, hier sind wir jetzt nicht bei den Jahreswerten, sondern hier gehen wir auf den monatlichen Durchschnitt. Und auch hier siehst du, wenn ich jetzt mal die ersten vier Stufen nehme, ja, und sage, okay, das sind 56,46%, ist der Gruppenanteil, ja, also ist die Größe dieser Gruppe, dann siehst du, dass hier monatliche Durchschnittseinkommen von 37 bis 515 US-Dollar verdient werden. Dann haben wir die größte oder die kleine Gruppe der Top-Verdiener. Ich sage jetzt mal hier ab Emerald Director würde ich jetzt das einfach mal so ansiedeln. Bis Blue Diamond Director. Hier wird halt 4.727 bis 37.596 Dollar im Monat verdient. Genau. Dann haben wir hier Forever Living. Bei Forever Living ist es so, hier ist die Zahlen nicht so aufbereitet wie hier oben. Da müssen wir ein bisschen näher drauf eingehen. Und zwar im Report von 2018 kann man nachlesen, dass 88,6% ja der Käufer weltweit, die haben keine bedeutenden Vergütungen oder Einnahmen von Forever erzielt, ja. So, dann schreibt Forever aber auch, viele andere beginnen mit ihrem Forever-Geschäft, indem sie es in Teilzeit machen, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen. 11,4% der monatlichen Einkäufer verdienten einen volumenbezogenen Bonus aus den Verkäufen, ja, der von ihnen gesponserten Kunden sowie Einzelhandelsgewinne von 35 bis 48% für alle persönlich verkauften Produkte. So, und jetzt gehen Sie hier speziell auf den Bonus für die qualifizierten Geschäftsinhaber ein. Also alle, die diese Boni dann quasi bekommen, davon haben 69% dieser Gruppe durchschnittlich 105 US-Dollar pro Monat an Boni bekommen, ja, also 1263 auf Jahresbasis, und 30% dieser Gruppe verdienten durchschnittlich 1493 US-Dollar pro Monat an Bonusgewinn. Das ist aber jetzt ohne die Einzelhandelsgewinne, also das ist wirklich nur Bonuseinnahmen, ja. So, und die Top-Verdiener, hier auch wieder, achte auf die weniger als 1%, verdienten durchschnittlich 28.512 US-Dollar pro Monat an Bonus- und Incentive-Einnahmen. Ja? Also weniger als 1%, die haben hier richtig, richtig Spaß. Ja? Und wie gesagt, hier handelt es sich halt nur um die Boni und Incentives und nicht, ich sag mal jetzt,
die reinen Provisionen aus Einzelhandel und so weiter. Was mir bei Forever Living aber super gefällt, ist, sie schreiben hier ganz klar, das ist dieser Absatz, Entschuldige, es ist jedoch kein Geheimnis, dass sie umso mehr Geld verdienen, je härter sie arbeiten. Der Aufbau eines erfolgreichen Forever-Geschäfts kann neben harter Arbeit auch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wie bei allen Geschäftsaktivitäten werden einige erfolgreich sein, andere nicht. Spezielle Investitionen sind nicht erforderlich und so weiter. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, Erfolg wird verursacht, entweder von dir und oder es wird halt eben nicht verursacht. Ja, also ohne Arbeit, ohne harte Arbeit, ohne Zeiteinsatz, ohne Engagement ist es einfach nicht möglich. So, und dann haben wir hier noch Einkommensnachweis Melaleuca. Wenn ich die Zahlen richtig verstanden habe, 80% aller bei Melaleuca sind quasi Kunden. 9% davon haben 1 bis 5 Kunden in einem Jahr gewonnen. Ne? Und der Durchschnittseinkommen liegt beim Product Advocate bei 115 US-Dollar im Jahr oder bei 564 US-Dollar beim Product Advocate 3. Dann haben wir hier, den mittleren Teil lasse ich jetzt auch mal außen vor, schauen wir uns mal die Leader des Unternehmens an. Bei den Leader des Unternehmens ist es so, der Senior Director, du siehst auch hier die Prozentzahlen dahinter, das sind, ja, ich kann es jetzt hier nicht so richtig erkennen, wir rufen es mal hier auf dem, hier auf, sehen wir es vielleicht etwas größer. Ja, hier ist es besser. Du siehst auch hier die Gruppe hier, der Advanced Leadership Status, macht insgesamt, ich überschlage es mal kurz, das sind 3,6%, ist die Gruppengröße, und hier wird verdient ein Jahresdurchschnitt von 64.607 Dollar bis 1.113.000 Dollar, Also, du siehst aber auch die Spannbreite, hier geht's von 26.000 bis 2,491 Millionen US-Dollar, ist auch hier alles vertreten, aber du siehst auch hier eine sehr, sehr kleine Gruppe von Menschen, die top Geld verdienen, Dann schauen wir uns ein Unternehmen aus dem Energiesektor an, Ambit Energy. Hier siehst du auch, hier ist auch schön aufgezeichnet. Hier siehst du die Anzahl der Tage ist, bis die jeweilige Position erreicht wird. Und du siehst hier auf der untersten Ebene des Marketingplans, das sind also 90,89%. Hier wird im Schnitt im Jahr verdient 110 Dollar, Die Spanne reicht also von, und jetzt halte ich fest, von 0 bis 155.000 US-Dollar. Ne? Und genau, dann haben wir hier die Stufen überspringen jetzt auch. Und jetzt gehen wir mal hier in die oberen zwei rein. Hier siehst du auch weniger als 1%. Also wenn man es zusammen hat, jetzt sind es weniger als 2%. Der Partner dort verdienen im Durchschnitt im Jahr 342.753 beziehungsweise 34.924 dazwischen drin. Auch hier gibt's wieder eine breite Spannweite, von 131,20 Dollar bis 1,982 Millionen US-Dollar, ist auch hier alles vertreten. Also du siehst auch hier wieder die drei Kategorien und last but not least haben wir dann hier noch USANA. Bei USANA ist es auch sehr schön hier aufgeschlüsselt. Hier siehst du den Prozentsatz, Und also hier, Entschuldigung. Nee, stopp, hier Prozentsatz, Und dann siehst du also hier 10%, haben hier auf der Stufe Sharer hier im jährlichen Durchschnitt 2.303 Dollar verdient. Und wenn wir in die Spitzengruppe mal schauen, dann siehst du, hier sind dann durchschnittliche Einkommen von 292 bis 551.000. Wie gesagt, mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die Zahlen, kannst du alles auf dem Blog auch nochmal nachlesen. Mir geht es vielmehr darum, dass man versteht, dass es nicht darum geht,
wie viel kann man eigentlich jetzt in dem Unternehmen an sich verdienen, sondern die Frage ist einfach vielmehr, zu welcher Gruppe gehörst du oder möchtest du zukünftig gehören? Und dafür musst du dir die notwendigen Skills, die notwendigen Fähigkeiten eben aneignen und vor allen Dingen dann auch in deiner täglichen Arbeit umsetzen, um diese Stufen auch erreichen zu können. Ja, also Erfolg ist nichts, was über Nacht passiert, sondern muss man schon wirklich auch dafür arbeiten, sich immer wieder neu engagieren, sich immer wieder neu motivieren und man muss auch, ich sag mal, Durchhaltevermögen haben, auch mal in schlechten Phasen weiterzumachen, auch wenn einem gerade jetzt nicht danach ist oder alles oder die Dinge einfach nicht nach Plan zu laufen scheinen. Ja, so und eins möchte ich noch kurz zeigen, damit du siehst, dass das ganz einfach ein Spiegelbild auch von der Gesellschaft ist. Ja, dass es jetzt keine spezielle Geschichte nur für Network Marketing ist. Wenn du, und das ist jetzt auch hier, nach der Lohn- und Einkommensstatistik der öffentlichen Finanzverwaltung vom Juni 2018, aber allerdings für das Jahr 2014, ich habe jetzt nichts Aktuelleres gefunden, dann siehst du, dass die Aufteilung der Einkünfte bei den Steuerpflichtigen 0,1%, ja, die Zahl kommt dir sicherlich jetzt auch schon bekannt vor, haben Einkünfte über 500.000 Euro, 0,5% der Steuerpflichtigen haben Einkünfte von 250 bis 500.000 Euro und 2,4% der Steuerpflichtigen haben Einkünfte von 125.000 bis 250.000 Euro. Kannst du hier nachlesen unter www.reichesdeutschland.de/Einkommen. Du siehst, das ist jetzt hier aber auch die Spitze, sage ich mal, der Topverdiener. Und dann wirst du die gleiche Verteilung auch in den anderen Bereichen wiederfinden. Und wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, du musst für dich wissen, in welchem Bereich willst du, wo möchtest du hin? Ja, 80% willst du zu den Durchschnittsverdienern gehören oder willst du zu den Besserverdienern gehören, willst du zu den Topverdienern gehören. Und dafür musst du halt eben ja dir die notwendigen Skills aneignen. Such dir dazu Menschen, die bereits dort sind, wo du sein willst und dann frag sie, wie sie gemacht haben, setz die Dinge eins zu eins um. Ich hoffe, das Ganze hat dir ja jetzt die Antwort auch geliefert auf die Frage, wie viel kann man im Network Marketing verdienen. Ich sage immer, so viel, wie du dir selbst wert bist, ja, und ich hoffe, das Ganze war, wie gesagt, hilfreich für dich. Wenn dem so war, dann würde ich mich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst. Hinterlass mir gerne auch einen Kommentar, in dem du zum Beispiel sagst, war gut. Dann weiß ich einfach, dass ich in die Richtung dann auch weitermachen kann und dass es euch dann halt interessiert. Wenn ihr Fragen habt, ebenfalls nutzt die Kommentarfunktion und ganz, ganz wichtig, klick den Abonnieren-Button, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, wenn neue Videos quasi online gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, alles, alles Gute und ich freue mich, ja, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen.